Hallo, ich bin bei der Staustufe in Bobingen und jetzt gehe ich mit meinem Kajak die Wertach raufschippern. Schauen wir mal, wie weit ich komme, ob ich die Iglingen erreiche. Kein Nachtrag noch. So interessant wie es am Lech wird es wohl kaum werden, weil die Wertach ist hier schön entspannend fürs Auge, kanalartig ausgebaut. Okay, bis gleich. Angekommen und jetzt geht's los. Noch ein kurzer Rückblick dann auf die Staumauer. Schauen wir mal, ob das Bild so funktioniert. Ja. Kann richtig sagen, sowas wie Strukturen hier drin. Ich nehme an, es dürfte ein verlassenes Blässhuhnnest sein. Ja, da ist sogar ein Ei drin. Aber da ist von beiden nichts zu sehen vom Vogel. Ja, da haben wir auch wieder ein Nest, aber da sieht man eindeutig nichts drin.
Kaum zu glauben. Ist eine abbrechende Böschung. Also eindeutig nicht durchgängig. Ja. Dann schaffe ich es noch bis zur Rampe vor der Staumauer. Die hat sie ganz schön aufgelaufen. Ganz schön heftige Strömung. Okay. Dann müssen wir es auflaufen und ruhe mich aus. Ha. Gut anstrengend. Ich schaffe es nicht bis zur Rampe. Keine Chance. Okay, wieder Marsch zurück. Der nächste Ausstieg vom Fischen, von Anglern, ist ganz schön weit weg. Okay. Na, das ist richtig herrlich, es treiben zu lassen. Das war ganz schön ein Kampf bis zur Stelle, wo es nicht mehr ging. Na gut, dass ich gewartet habe, bis die Wetter wieder Malwasser hatte. Sonst hätte ich schon viel früher kapitulieren müssen. So, jetzt sind wir wieder in ruhigeren Gewässern. Jetzt müssen wir wieder paddeln, sonst geht gar nichts mehr. Hurra, wir haben die Brücke wieder. Es ist erstaunlich, dass die Rückfahrt gefühlt immer viel länger dauert. Ja, hier ein Nest, 4 Eier drin. Aber sind wir auch schon die Hinfahrt aufgefangen. Weitenbreit nichts, kein Vogel zu sehen. Okay, hier gibt es eine kleine Nische. Kaum zu glauben. Na, schauen wir mal, ob es irgendwo hingeht. Na, mit sowas habe ich jetzt hier gar nicht mehr gerechnet.
Ja, das ist schon der zweite tote Fisch, den ich hier finde. Die müssen ja einen kleinen Fisch überfressen haben. Ich hoffe mal, ich komme wirklich vorne wieder raus. Weil hier hat es mir doch einfach zu viele Nester. Das ist vielleicht nicht gut, wenn ich hier rumpaddel. Es war ein sehr schöner Seitenkanal. Aber wenn es am Meer ist, ein Aufruf folgen, die Wärter aus dem Wasser zu erforschen, dann sollte man da vielleicht ein Schild hinstellen, während der Brutsaison bitte nicht befahren. Wenn da mehr kommen, ist vielleicht keine gute Idee.